Offen gestanden beunruhigt mich am meisten, dass er die Funken offenbar als Basis seines Machtanspruchs ansieht. Habt ihr gehört, wie er davon geredet hat, dass die Zeit der Priesterkaiser wiederkäme? Ja, ich habe diese Darlegung mitbekommen, aber es ist immer noch ein Tempel, den wir plündern wollen. Erst einmal, plündern ist ein sehr starkes Wort. Nennt es, wie ihr wollt. Es ist Plündern, Rauben, wegschaffen, wie auch immer. Es erinnert nichts an der Tatsache, dass wir einen Tempel berauben. Ein Tempel ist immer nur so heilig, wie die Leute, die darin sitzen. Ja, und das hat ja auch bei dem Effa-Tempel auch keinen aufgehalten. Warum also jetzt diese Argumentation? Wir nähern uns einem Punkt, an dem wir unseren Feinden sehr ähnlich werden. Ich werde darüber beten, Abelmir. Aber ich verbiete mir diese Art von Kritik von dir. Gerade von dir. Nun, anscheinend ist hier keiner bei Verstand, um die Ernsthaftigkeit dieses Ansinnens zu verstehen. Ja, dann erhebt sich, stützt sich auf dem Tisch ab. Nun, ich schlage vor, du kümmerst dich um dein Schiff und lässt uns machen. Ich denke, Abelmir hat durchaus recht. Und ihr solltet euer Gewissen und Preios Willen zuvor erforschen. Aber nun, ich denke, das hattet ihr ohnehin genau vor. Genau dies gedenke ich zu tun. Ja, bevor ich weiter streite, Abelmir, ich muss dir unbedingt was in meiner Kabine zeigen. Na gut. Eine Sekunde. Ich stapfe in meine Kabine, schließe die Tür hinter Abelmir. Dekala, verpiss dich! Ja. Ich flüstere Abelmir zu. Weiß genauso gut wie ich, dass wenn das die Nachkommen von denen da in Gareth sind, dass es eine verdammt gute Idee ist, die zu beklauen. Ja, aber wenn wir uns irren. Ja, Abelmir, die anderen können diese Argumentation führen, aber ich glaube, wir beide wissen zu viel. Ja, du hast recht, aber quält es dich keineswegs, einen Tempel zu bestehlen? Ja, wenn das, was ich vermute, richtig ist. Die Anbeten, die da unten angebetet wurden. Es ist eine Vermutung, aber wir haben keine Gewissheit. Und ich bin ganz ehrlich, wenn Yalan mit diesem, was auch immer er da bekommt, ein paar Eichen im Erdboden niedermacht, dann bin ich wohl bereit, auf die Ketzer da zu spucken. Außerdem, Chor ist mit den Starken und wenn sie es nicht verteidigen können, haben sie es nicht verdient. Na gut. Lass uns den Weg der Verdammten beschreiten. Naja, ich will ja nicht da reinmarschieren und die alle umbringen. Ich denke eher, dass... Ich habe eigentlich keinen Plan, ehrlich gesagt. Aber haltet eure Fassade gegenüber Yalan aufrecht. Das war sehr überzeugend. Ja, manchmal frage ich mich wirklich, auf welchen Wegen er wandelt. Naja. Wenn es das mit dem Eigentum von fremden Leuten sieht, er inzwischen nicht mehr so dramatisch wie früher. Auf ihm, vor deinem geistigen Auge, stehst du wieder in der Priesterkaiser Noralex Akrale. Du streichst mit deiner dünnen Hand über die Steinplatte auf dem Altar, die Namen, die dort geopfert worden sind, damit sie eintreten ins Licht. Aldeck von Wertling, Noralek von Ruchin, Kaptai von Bragan. Und später mit ihren Namen, die sie dann angenommen haben, nachdem sie ihren Alten ablegten vor den Göttern. Praiofold der Zweite, Praio war der Erste und Praiotin der Elfte. All die Priesterkaiser, die ihren Namen in den Stein ritzten und den Alten ablegten, namenlos wurden. Abelmir, umso mehr ich darüber nachdenke, umso eher bin ich bereit, die Brüder und Schwestern unten aus dem untersten Deck zu rufen und diese Hurensöhne da umzubringen, aber das ist weder unsere Mission heute, noch wird sie es vermutlich jemals sein. Aber wenn wir die erleichtern können, um Mittel, die uns helfen,
bist genauso gut wie ich, wie schwierig unsere Mission wird. Ja. Nun gut. Ich vertraue deinem Instinkt. Aber wir sind die Starken. Wir nehmen uns, was wir brauchen. Nun, Kor will es. Kor ist auch für die Schwachen da, um sie zu beschützen, nicht wahr? Natürlich. Aber nur, wenn die Schwachen die Götter ehren. Nun gut, wie gesagt, ich vertraue deinem Instinkt. Hoffen wir, dass daraus nichts Böses entsteht. Ja, jetzt müssen wir nur noch einen Plan machen, aber das überlasse ich Alan, dem fällt schon was ein. Du erinnerst dich, wie seine letzten Pläne ausgingen? Ja, ich denke auch, dass wir die Soldaten auf die Insel befehligen sollten, falls wir in eine Schlacht eintreten sollten. Eine sehr gute Idee habe ich mir. Nein, ich... Möchtet ihr noch ein Holzpferd mitnehmen? Danke, ich habe schon zwei, drei, vier, glaube ich. Ich gebe euch auch eins aus dem guten Beutel. Nein, danke, vielen Dank. Abenteuer, ja. Verdammt. Hier seid ihr, Kapitän. Es nähert sich wieder jemand. Welche Flagge? Keine Flagge, irgendein Boot. Warum seid ihr nicht in der Kapitänskajüte? Ich hol die anderen, geh du schon mal vor, Abelmir. Na gut, kommt. Da die anderen vermutlich zuerst gesehen hat, treffen wir uns wohl auf dem Deck wieder. Tja. Sieht mir aus wie, keine Ahnung. Fischer. Halten sie denn auf uns zu? Ja. Kamen vom Sonnenstrand darüber und wird jetzt demnächst, wahrscheinlich in 2-3 Minuten wird er hier sein. Andere Ziele gibt's nicht. In welche Richtung ist das Boot des Marschalls verschwunden? Nach Norden. Hervorragend. Weiß nicht, ob sie die Bucht umrunden wollen oder ob sie nach Etlaskan oder nach Yandraskan wollen, das weiß ich nicht, aber nach Norden. Mit einem Ruderboot? Und da waren eine Menge Leute drin. 10 mindestens. Wir werden es herausfinden. Zunächst einmal schauen wir, was unsere Besucher wollen. Jalan, du hast noch mein Fernglas. Oh, ja, hier. Nehme ich das mal und schaue Richtung Boot. Sind das wirklich Fischer oder kann ich da... Ein Fischer. Sieht also nicht besonders kräftig aus, sondern auch der typische Fischer. Es ist der typische Fischer, ja. Hast du mal einen Typen gesehen, der den ganzen Tag im Boot rudert? Sehr drahtig. Aber er ernährt sich ja nur von Fisch. Gute Proteine. Ja, nach 2-3 Minuten tockt er dann tatsächlich auch an und Haswurf hat bereits seine Strickleiter runtergeworfen, sodass er dann eben auch sehr behende für einen Fischer dann nach oben steigt und dann aus seinem Gürtel einen Brief hervorhält, der auch schon ein bisschen nass ist, aber frisch gesiegelt. Verzeiht, ich soll mit dem Kapitän sprechen, glaube ich. Kommt her. Seid ihr der Kapitän? Ja, ist der Kapitän. Okay, ja. Dann, ich soll euch das geben, es kommt vom Westland. Ich reiß mal dem Fischer diesen Brief aus der Hand und brech mal Siegel und lies meinen Brief. Ich zeige auf dir mal das Thema, das bezahlt den Mann. Was? Warum ich? Weil Abel mir gerade nicht kann. Ja, hier reicht nur real. Seid ihr euch sicher? Seine Hände fangen an zu zittern. Ja, nimm jetzt die verdammte Münze und setz dich wieder ans Boot. Aber sagt uns doch, wo wir euch erreichen können, falls wir eine Nachricht überbracht haben müssen. Ihr findet mich am Strand, meine Herren. Also. Wie war euer Name? Kasimir. Danke. Oder vielleicht setz dich mal unten in die Kombüse und trinken ein Becherchen Schnaps. Vielleicht setzen wir ja gleich eine Nachricht auf. Wenn nicht, kannst du dich in ein halbes Stundenglas auf den Weg machen. Sag ihm, sie sollen dir auch was zu essen geben. Jawohl, danke, mein Herr. Nun, Captain? Ich lese den Brief durch. Steht da drin. Wir stehen alle ungeduldig um dich drum rum. Weißt du noch nicht. Ich lese den Wetterbrief. Was ist es da denn für ein Siegel, was ihr da kaputt gemacht habt, Kapitän? Ja, es scheint... Hier, lese selber. Der Absender schreibt, er konnte nicht offen... Kopier erstmal um. Wenn auch uns um Deck steht gerade, ob jemand... Warum gehen wir nicht in die Kajüte? Das ist eine gute Idee. Kommt. Ja, würfel mal eine Sinnschärfeprobe. Oder nee, Gassenwissen.
Spezialisierung Wissen, Schiffe. Da habe ich... Niemand hat Spezialisierung Schiffe. Hey, ich biete es doch noch an. Aber ich habe 10 Punkte über. Reicht dir das? Ja. Die Versteckenprobe des Sekretariats ist nicht so gut. Also er ist auf alle Fälle, hat er schon in der Ecke dann gestanden, hatte sich dort mit Kanesitianer unterhalten und hatte dann aber auch viel mehr ein Auge auf euch geworfen, als dass er sich gerade mit Kanesitianer vollwertig unterhält. Ich wink mal an Dukaten gerade und lass ihn vor unserer Tür antreten. Guter Plan. Ja, stehen die nicht sowieso immer hier, aber trotzdem guter Plan. Ja, vermehrte Aufmerksamkeit. Ja, hier steht, er konnte nicht offen sprechen. Er schreibt, er sucht das Vermächtnis von Preislob. Guck mal noch das Siegel an, von wem ist das? Ja, das ist eine Heraldikprobe. Okay. Das ist auf alle für Fälle. Für alle oder nur für Abelmir? Nö, für euch alle im Prinzip. 2 von Jalan, 2 von Rafim, Abelmir. 12 von Abelmir. Guter Mann. 10 von Sulamin. Ne, minus 10 von Sulamin. Wow, was eine Probe. Es ist das Siegel vom Sonnenmarschall Praiovin von Orkenfeld. Also irgendein Orkenfeld und gelbes Siegelwachs. Du gehst davon aus, dass es vom Sonnenmarschall. Das ist anscheinend vom Sonnenmarschall. Das war nicht unterschrieben. Wer ist dieser Preislob? Kennt ihr ihn? Er könnte Preislob von Selem meinen. Oh. Und verzeiht, Preislob von Selem war der Marschall der Sonnenlegion, der erste Marschall der Sonnenlegion. Wenn ich mich nicht täusche, ist er tatsächlich, oder sollte er tatsächlich hier begraben sein. Er schlug die Rondra, die Theaterritter, vernichtend am Rauen Kamm. Wirkst du mal einen beunruhigten Blick mit Rafim? Ja, was ein seltsamer Brief. Ich weiß allerdings tatsächlich nicht, was er damit meint, wenn die Gebeine des Preislob auf der Insel sind. Ich würde den Sekretarius nachher fragen. Ja, das ist ja eine beschissene Idee. was haltet ihr davon, wenn wir das nicht machen? Eine gute Idee. Was meint ihr? Er weiß, aber naja, gesagt, er also hat studiert. Also wenn uns jemand eine geheime Nachricht schickt, weil er auf einer Insel voller Prioten nicht mit uns reden kann, wollt ihr dem einen Prioten, der noch von der Insel auf unser Boot ist, das auf die Nase binden? Ihr habt recht, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Also wirklich, so wird das nichts mit unserem Plündern. Das war tatsächlich ein ziemlich dummer Gedanke. Suchen wir die Flotte des Sonnenlegionärs, des Sonnenmarschalls und folgen ihm. Ein guter Plan. Naja, also... Ein temporär guter Plan. Wir werden einige Schleifchen dran machen müssen. Darf ich einen Vorschlag machen, und zwar folgendes. Es gibt einen Grund, dass er das nicht machen konnte. Vermutlich hatten sie ihn zu gut im Auge. Deswegen sollen wir das machen. Versteht ihr, was ich meine? Nicht exakt. Wir gehen dahin, wo der Bastard begraben ist und gucken uns um. Nun, ich weiß nicht, wo der... Ja, mit einer Hand muss er ja Anführungszeichen Bastard begraben ist. Dann müssen wir suchen. Naja, also ich denke, wir haben so einen Fischer, der wohnt auf dieser Insel. Da ist ungefähr eine Stadt. Hier sind alle Preios-gläubig. Ich denke, das kriegt er hin. Gut, geh in die Kombüse, find's raus. Wie heißt der Bastard nochmal? Preios-Lob. Preios-Lob, Preios-Lob. Und von Seelem. Preios-Lob. Und flüster das nicht vor dich hin, während du durch die Gänge marschierst? Ja. Also schleichen wir uns dann nachts vom Schiff mit einem Beiboot, damit wir unseren Verfolger hier auf dem Schiff lassen, oder wie genau werden wir denn los? Wir umfahren einmal die Insel. Wenn wir die Schiffe des Sonnenmarschalls wirklich sehen, flaggen wir ihnen, dass wir in einem Tag Kommunikation aufnehmen. Dann nehmen wir in der Bucht wieder Aufstellung, gehen an Land, lassen ihn abends da und legen nachts ab. Treffen uns mit dem Sonnenmarschall, sind morgens wieder dort. Jetzt ist nur zu fragen, was ist dieses Vermächtnis von Praioslob? Das Schwert. Welches Schwert? Das Manning sucht. Er war der erste Sonnenmarschall. Es ist naheliegend, dass er eine Waffe hinterlassen hat. Er hatte sicherlich ein Schwert und ich nehme an... Du merkst, wie dein Schwert wieder anfängt zu vibrieren. Und ich nehme an, er wäre auch damit begraben worden. Ja, Rafim tritt so langsam durch das Schiff, sucht diesen Fischer und... Oh, sind sie nah, die Bastarde?
Ja, ich spüre schon. Also Feinde sind da. Ah, da seid ihr ja wieder. Ach ja, was eine Freude, euch kennenzulernen, Fischer. Ja. Sehr freundlich, was auch immer euer Name war. Priorslob, wo ist der Bastard begraben? Meister Priorslob? Ja. Ich glaube unten in der Sakristei. Da müsstet ihr in den Keller runtergehen. In der Gruft. Also ihr meint unter diesem großen Prios Gedings. Ja, genau. Ja, ist das denn so offen für Besucher oder ist das eher sowas? Nein, da müsstet ihr ins Kloster und dann die Kolonnaden gegangen. Geht ihr dann einmal hinunter. Meistens stehen allerdings, ich glaube, die Gruft ist nicht offen zugänglich, das wüsste ich jetzt nicht. Aber für historisch bedeutende Anhänger der Priesterkaiser und Priorslob war selbstverständlich auch einer. Ja, natürlich ein mehr als faszinierender Mann. Ja, genau. Die andere Ordensmarschälle liegen dort unten auch, müsst ihr wissen. Ich war dort noch nie, aber das weiß man. Ich habe so eine Frage, so ganz persönlich. Währenddessen würde ich mal mit einem Dukaten in meiner Hand spielen. Diese Priester, die da oben sitzen, die haben doch bestimmt auch, sagen wir mal, Absicherung, richtig? Die sind ja bestimmt vorsichtig. Richtig? Was meint ihr mit Absicherung? Ja, also... Meint ihr stehlen? Sowas gibt es bei uns nicht. Nein, aber falls mal jemand kommt und denen was wegnehmen will, dass hier ein paar Leute haben, die hier Ausschau halten. Die goldene Flotte. Ja, Piraten oder ähnliches. Ja, wir haben die goldene Flotte hier. Zwei Potten und eine Zedrake, zwei Bire, mein Herr. Aha. Und wo halten die sonst immer so? Die patrouillieren um die Insel, mein Herr. Oh, faszinierend. Und... 200 Soldaten. Oh, 200, das sind aber viele. Ja. Sind da noch mehr in der Festung oder sind das alle auf der See mutig patrouillierend die Piraten jagen? Na, wir haben noch andere Soldaten, vor allem von der Gräfin. Wir haben Stadtgardisten. Die haben allerdings wenig zu tun. Bei uns gibt es keine Verbrechen und... Wir haben Büttel am Hafen, die kontrollieren, dass die Fischer den Fisch auch ordentlich unter den Bewohnern aufteilen. Oh, das ist ja vorbildlich. Was eine faszinierende Stadt ihr da doch habt. Ja, ich weiß auch noch gar nicht, was ich da mit diesem Dukaten mache. Wahrscheinlich ist es Gold und werde ich ihn spenden. Dafür bekomme ich den Segen. Oh, ja, was ein hervorragender Vorschlag. Greife mir mal die nächste beste Flasche harten Alkohol, die ich finde. Stell sie mal auf den Tisch. Hier, das solltet ihr unbedingt mal probieren. Ja. Der hohe Herr oben, der empfiehlt das. Ist das Saft? Ja. Ja. Nimmt einen Schluck und fängt an zu pusten. Was ist das? Ach so, ihr habt es falsch getrunken. Ach, das passiert am Anfang. Vergorene Früchte, mein Herr. Nein. Sowas? Was? Ob ich euch beleidigt habe? Oder warum bietet ihr mir vergorene Früchte an? Ach, ihr habt noch gar nicht die richtigen probiert. Wartet, ich trinke auch einen Schluck mit. Ich guck dir faszinierend zu. Das ist nicht gesund, mein Herr. Ach, das war. Nein. Das ist wie ein. Habt ihr euch schon mal selbst gepeinigt? Für den Herrn Prios? Ja, selbstverständlich. Wollt ihr meinen Rücken sehen? Nein, ich glaube euch sofort. Aber das ist ein sehr ähnliches Prinzip. Seht ihr? Abpeinigung durch den Rachen. Ja, richtig. Als würde man glühendes Feuer trinken von Herrn Prios selbst. Genau. Nun, aber ich habe nicht gesündigt. Ja, aber was sagt der Herr Prios? Vorsicht ist besser als Nachsicht, richtig? Deswegen gibt's ja auch die goldene Flotte, die hier patrouilliert. Da habt ihr recht, mein Herr. Ihr meint, dass ich mich im Vorfeld züchtigen soll mit diesem heißglühenden Getränk? Ja, richtig. Ich trinke natürlich auch mit. Das ist gut. Ich möchte den gerne besoffen machen. Ja. Du weißt, dass er noch zurückfahren muss, ja? Wenn er mehr als 0,5 hat, nehmen sie ihm den Bootsschein. Aber nicht mehr heute. Lackeratz lacht leise. Derweil oben. Ja, ihr könnt euch weiter unterhalten. Nun. Aber mir,
Ja. Ich schlage vor, wir setzen Kurs nach Norden, umrunden die Insel. Wie ich bereits sagte, wenn wir das Schiff des Marschalls sehen, flaggen wir, dass wir an einem Tag noch einmal Kontakt aufnehmen. Dann umrunden wir die Insel und sind erst einmal morgen wieder hier und können an Land gehen. Einwände? Nicht zwingend, nein. Hervorragend. Wenn du mich entschuldigen möchtest, ich muss einigen wichtigen Fragen auf den Grund gehen. Das gibt euch Zeit, eure Seele zu prüfen. Ich wünsche nicht gestört zu werden. Hey, gebt ihr die Befehle an Hassolf weiter? Ich hoffe doch, der Captain kann das. Ich würde auch sagen, ja, das sollte nicht ein Problem sein. Somit trete ich ab. Gut, was wollt ihr am restlichen Abend noch machen? Ich fange mal an. Ja. Erland wird sich in die Kapelle zurückziehen. Haben wir da eine Tür dran? Warte kurz, ich muss auf die Schiffskarte, schauen. Perlenvorhänge, wollte ich auch gerade sagen. Okay. Da Verbarrikadieren keine Möglichkeit ist, wird er als sich trotzdem in die Kapelle zurückziehen. Einen Nukatengardisten davor stellen, der sich dann schichtwechselnd aufpassen darf und eine Visionssuche machen. Okay. Er wird in der Kapelle sitzen und lang und breit seine beiden Götter um Rat bitten, wie nun denn mit dem Funken des ewigen Lichts zu verfahren sei. Dies ist eine Grad 3 Liturgie. Ich würfel das einfach mal und wir sehen uns alles andere dann an, ja? Das dauert prinzipiell den ganzen Tag, also wir können dann gerne nichts. Ja, genau, also ist völlig okay. Dann springen wir einen ganzen Tag und gucken mal, was die anderen an der Zeit machen. Aber du kannst mir gerne mal sagen, was eine Visionssuche denn tut. Ja, das mache ich aber jetzt. Ich lese dir einfach den Text vor, das wird das Beste sein. Der Geweihte erfährt Visionen, die ihm das Wesen seiner Gottheit näher bringen. Die Liturgie ermöglicht außerdem, Vorhersagen für die Zukunft zu treffen und in den Gesichten Antworten auf seine Fragen zu finden. Soweit klar? Er erhält 1W6 Punkte Entrückung pro RKP-Stern sowie die Gabe Prophezeien auf einem Wert von RKP-Stern plus 5. Ich warte mir einen göttlichen Fingerzeig. Wenn keiner kommt, bin ich echt angearscht. Du kniest vor den Statuen. Unter dir riechst du noch das Blut, was an dem anderen Tag vergossen wurde, als das Schwert von Raphim, der Pylos, geweiht wurde. Und dann füllt schwarzer, ätzender Rauch deine Lungen, raubt dir den Atem. Du machst deine Augen wieder auf und kniest auf einem rußbedeckten, von Rissen überzogenen Marmor. Trümmer und Schutt liegen ringsum verstreut. Rotgoldene Scherben glänzen matt im glosenden Flammenschein. Scharfe Kanten, die sich in deine Knie gegraben haben und in deine Handflächen. Tränen, die über dein Gesicht rinnen. Wie durch einen Schleier starrst du auf die zersplitterte Greifenstatue. Du siehst, dass das Licht zurückgekommen ist. Du warst schon einmal da, als die Greifen da waren, aber das Licht ist erloschen. Das Haus des Herrn ist zerstört, wie damals. 27, als die Stadt runterregnete. Alles ist verloren. Eine Hand legt sich auf deine Schulter. Neben dir steht ein Mann in Handwerkertracht, den Meißel eines Steins mit seinem Gürtel und deren Rucksack auf der Schulter. Er lächelt dir zu und in seinen Augen steht ein hoffnungsvolles Strahlen. Dann wendet er sich zum Gehen und seine Fußabdrücke schimmern hell auf dem geschwärzten, rußbedeckten Boden. Am Rande des zerstörten Tempels wendet er sich um, schaut euch an, die Hand einladend in eine Richtung ausgestreckt. Du blinzelst einmal und dort, wo er hinblickt, dort, wo er hin zeigt, liegt Jilaskan. Du kannst sehen, wie sich dein Blickwelt, dein Blick vergrößert. Priorslob. Die große Klosterfeste, die du eben gesehen hast. Und der Tempel, unter dem irgendetwas ruht. Raphim, du seufzt. Was willst du den restlichen Tag tun? Der Fischer irgendwann total benebelt, das allererste Mal, er versucht sich wieder zurück an sein Boot zu retten, wird dann aber auch wieder zurückgehalten. Hassworth lässt es nicht zu, dass er so besoffen wie er ist, jetzt selbst rudert, lässt dann 2-3 Piraten ihn hinunter und die Piraten rudern ihn dann zurück. Der Sekretarius schaut euch dabei missmutig von dem Deck entgegen und guckt noch einmal, ob sich sonst irgendjemand Wichtiges wieder nach drüben rettet. Aber der Fischer kann dann von den Piraten rübergebracht werden und die Piraten kommen wieder zurück zu euch.
Ja, mein Ziel mit der gesamten Aktion ist, dass er vergisst, worüber wir gesprochen haben. Und dem Fakt geschuldet, dass er gerade das erste Mal richtig getrunken hat, sollte das wohl klappen. Das funktioniert. Wunderbar. Mein Ziel ist tatsächlich in der Zeit, meine Wunden heilen zu lassen. Da ich immer noch ziemlich angeschlagen bin, würde ich die Zeit mit Meditieren verbringen, gezwungenermaßen außerhalb der Kapelle, weil da sitzt Yalan. Ja, vermutlich entweder auf dem Deck oder in der Kapitänskajüte, da wo Yalan normalerweise sitzt.